Damn. Hallöchen, einige Jahre ist es her, aber ich wurde genötigt, ein Video zu machen. Der liebe Sven und auch der Laser wollten unbedingt mal wieder ein Video von mir sehen. Laser möchte auch gerne mal mein Auto sehen. Es wird jetzt kein Unboxing-Video. Ich zeige einfach nur, was ich mit meinen Jungs jetzt hier an meinem Absima Sherpa geändert haben. Absima hat mit dem Auto eigentlich nichts zu tun. Das wissen wahrscheinlich viele von euch, die sich in der Materie ein bisschen auskennen. Wer ein Unboxing-Video sehen will, der kann bei der Silver Sea vorbeischauen. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht groß auf das Auto ein. Viele wissen das, was er hat, was er kann. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die in die Kommentare stellen. Aber ansonsten werde ich es hier nicht so groß drauf eingehen. Fangen wir erstmal optisch an. Was jedem auffällt sofort. Design an der Seite ist von dem 1:1 Rubicon, hat mir der liebe Falk aus unserer Gruppe geändert. Heide Weekend Crawler, so nennt sich unsere Gruppe. Wir machen viele Touren, jede Woche auf jeden Fall. Hier ist dezent ein Totenkopf eingearbeitet und hier so ein paar Brocken. Vorne steht Rubicon, das hat er mir auch angefertigt. Ansonsten, Radreifen kommen wir gleich dazu. Rückseite. Ich habe jetzt hier noch die originalen, oh, hier ist ein bisschen Fett dran, die originalen Absima, die sind im Lieferumfang dabei, dran geklebt, einfach das, was dran ist. Diese absolut hässlichen Neon, nee, was, wie waren die? Metallic-roten Kanister in Wagenfarbe gekommen, das hat der liebe Sven mir gemacht. Ansonsten, die Schäkel hier sind jetzt aus Stahl. Hier ein kleiner Sticker. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da steht auf jeden Fall kein Problem. Wenn der Wagen umgekippt ist, steht da Problem. Ist von K-Hobbies, fand ich ganz witzig. Hier wird er eigentlich ein Wagenheber sein. Den habe ich mir bei der letzten Harztour weggebrochen. Habe ich es einfach mit Schrauben gekontert und gut war die Sache. Achso, ich wollte nicht drauf eingehen. Ja, Ben Headstab. Ja, ist ja auch egal. Okay. Vorn. Was haben wir vorn? Vorn haben wir so einige 3D gedruckte Teile. Zum einen ist hier ist mit durchsichtigem Filament so eine Platte davor gekommen. Eigentlich liegen die SMDs hier offen. Das ist alles serienmäßig. Scharniere, 3D-Druck, Lufteinlässe, 3D-Druck, originales Jeep-Logo, nicht 3D-Druck. Ja. Hat der Sven mir angefertigt. Normalerweise ist hier so eine hässliche silberne Kappe, die die Magneten hält von der Karo. Ist absolut unsexy. So sieht es schon deutlich schöner aus, finde ich. Soweit von außen eigentlich, wenn ich nichts vergessen habe. Ja, müsste das so sein. Die Lichter hinten habe ich noch umgebaut. Eigentlich leuchten die hier hinten in der Stoßstange. Die leuchten jetzt aber oben. So wie sich das gehört. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Aber, naja. Ich habe das Rad hier mal abbekommen. So. Technisch habe ich jetzt noch Knuckle Weights verbaut. 110 Gramm rechts und links. Ein 20 Kilo Servo. Da, wo mein Finger hin zeigt. Da. Was haben wir noch gemacht? Ich habe mir hier in der Stoßstange noch ein paar, die sieht man hier so ein bisschen. Hier sieht man es. Bleigewichte reingemacht. Die haben vor den Knuckle Weights schon ein bisschen geholfen. Offset jetzt hier ist noch zu hoch. Das sind jetzt 15 mm. Andere sind bestellt. Das musste aber damals schnell fertig werden. Felgen. Achso, jetzt kann ich ja gleich auf die Felgen eingehen. Ja, ich bin ein bisschen raus, Jungs. Entschuldigung. Felgen sind Fake Vanquish Beatlock Felgen mit Lois Champ 1.9er. Felgen sind 2.2, Reifen und Einlage 1.9. Passt knack und back. Die Felgen, ich weiß nicht, ob es an den Felgen liegt, auf jeden Fall rutscht meine Einlage auf den Beatlock Ring hin und her. Hab alles mögliche versucht. Keine Ahnung warum. Zum Proline Dual Stage. Die sehen dann so hier aus. Oh, für die Leute, die jetzt nicht unbedingt wissen, was Dual Stage sind. Das ist ein normaler Foam. Das ist ein Dual Stage.
sagt der Name schon, ihr habt zwei Etagen praktisch. Einmal weich, einmal hart. Das hat den riesen Vorteil, dass ihr am Hang, dass der Reifen nicht nachgeben kann. Er ist aber oberflächlich sehr weich, extrem weich. Ja. Und dann wird er hart. Das ist richtig geil. Hier ist zum Beispiel, das sind die originalen Reifen. Den kann ich komplett durchdrücken. Und wenn ich es hier so mache, seht ihr, das ist das Problem an der ganzen Sache. Das wollen wir nicht. Wir wollen nämlich immer Grip. Das sind auch nochmal zwei Zweier. Die hat mir auch der Sven mal mitgegeben. Da kommen wir nochmal zu. Ich mache jetzt nur erstmal von dem Absiman Video. Von den anderen Autos wird dann sicherlich auch noch was kommen. Tja. Ich montiere mal ganz schnell diesen Reifen wieder. Und dann schauen wir mal in die Karosserie rein. Da gibt es auch ein paar Änderungen. Ja, gut. Nicht gravierend. So. Um meine Karre aufzumachen, muss ich mit dem Finger, mit diesem Finger, diesen hier, hier drunter greifen, einen Hebel betätigen und dann geht die auf. Warum ist das so? Original ist an diesem Fahrzeug, die ist auch immer noch dran, Magnethalterung. Problem ist, das Auto fährt Stock schon echt schnell im zweiten Gang und mit veränderter Kombo noch schneller, logischerweise. Und es kann passieren, dass die Karre einfach mal aufspringt. Und das wollen wir natürlich nicht. Da hat mir der Sven so einen Halter hier ausgedruckt. Hier ist ein Widerhaken drin. Und der rastet in diese Strebe ein und hält die Karre bis zum bitteren Ende fest. So, wie wir das gerne hätten. So, geändert haben wir noch eine Quick Run Fusion. Das ist diese Kombo ohne Regler. Funktioniert richtig geil. Geht noch besser, ist mir klar. Reicht aber für mich jetzt vollkommen aus. Das war auch Glücksgriff. Ich habe von Sven noch ein MST. Oh, jetzt muss ich aufpassen. CFX. Ja. Gekauft. Ihn abgekauft. Mega Preis. Danke nochmal Sven dafür. Da war diese Kombo drin. Dieser Servo drin. Dann habe ich das einfach getauscht, weil der andere wird wirklich nur rein Scaler. Zeige ich euch vielleicht nochmal in einem anderen Video. Muss ich schauen. Ansonsten, was haben wir? Motor relativ weit vorn, Akku relativ weit hinten, eigentlich schlecht. Aber durch die Knuckleweights kriegen wir das schon ganz gut hin. Bei solchen Autos empfehle ich euch definitiv nicht, die Felgen aufzubleien. Dann habt ihr noch mehr rotierende Masse, das ist echt nicht cool. Messing links, Knuckleweights, that's it. Ansonsten, aber ich will ja hier nicht einen Lehrer spielen. Zweiganggetriebe, Diffs von hinten, steuerbar, lichtsteuerbar. Ja, kann ich euch ja eigentlich mal zeigen. Das Licht interessiert vielleicht auch den einen oder anderen. Ich fahre jetzt den mit 2S. Reicht vollkommen. Kann euch auch mal zeigen, wie feinfühlig das Auto ist. Also, da gibt es nichts. Ne? Machen wir mal Licht an. Also vorne ist hier ganz schön Party. Die blauen LEDs habe ich jetzt hier drin gelassen. Ist halt Geschmackssache. Mich stört es nicht wirklich. Ich habe auch den Blinker drin gelassen. Die Warnblink. Sowohl auch den normalen Blinker. Weil ich halt die Warnblink-Funktion geil finde. Für Videos. Ich aber... Also das eine, ihr wisst schon, was ich meine. Also wenn ich den normalen Blinker ausschalte, geht der Warnblinker halt auch nicht mehr. Und das möchte ich halt nicht. Und ja, ist halt schwierig. Ist aber egal. Mich stört es eigentlich nicht so wirklich. Auf Bildern sieht man es nicht. In Videos, ja, Geschmackssache. Das habe ich jetzt so rumgetauscht. Praktisch ist das Licht jetzt hier oben. Das war vorher hier unten. Hatte ich ja vorhin, glaube ich, erwähnt. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist das Licht hier oben. Und ja, sieht halt einfach cooler aus. Ne? Ansonsten, das Auto fährt halt echt gut. Da gibt es eigentlich nichts. Also die Karre ist halt echt geil.
Und ja, die Funke sieht übrigens so aus. Da hat mir der Sven auch nochmal so eine Einhandgeschichte ins Rad geschraubt. Dadurch kann ich halt schön dosiert fahren. Ist ganz gut. Ansonsten hier oben habt ihr halt die Diffsperren. Die leuchten dann auch schön. Hier ist das Licht. Und hier unten ist dann erster und zweiter Gang. Das leuchtet dann auch entsprechend. Ja, cool bei den Funken ist halt, ihr könnt hier, ich habe jetzt hier noch Batterien drin, weil die Akkus noch nicht da sind. Ihr habt aber, wenn ihr hier irgendwo, seht ihr das? Nee, keine Chance. Auf jeden Fall ist hier so ein JSD-Anschluss und da passt so ein kleiner Akku rein. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich mach das Auto mal aus, bevor ich es nachher vergesse. Ja, ich hoffe, das hat euch soweit weitergeholfen. Ich packe jetzt hier nochmal alles hin, wegen Thumbnail machen und so. Ihr kennt das. Wir machen das mal so. So, so, so. Ach, keine Ahnung. Ich bin einfach zu lange raus, wahrscheinlich aus der Geschichte hier. Ist aber auch egal. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ob demnächst nochmal Videos kommen, weiß ich nicht. Will ich euch echt nicht versprechen. Auf jeden Fall kommen von meinen anderen Autos nochmal sicherlich so immer mal ein Vorstellungsvideo. Vielleicht nehme ich auch echt mal die Kamera mit. Die Jungs sind echt cool. Macht echt Spaß. Sind echt eine geile Truppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machen viele Touren. Eigentlich jede Woche mindestens eine. Das macht schon echt Spaß. Und ansonsten, ja, ciao.